Sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Der Beter von Psalm 30, der diese Worte des heutigen Losungsverses sagt, hat etwas Schlimmes erlebt. Er interpretiert es als etwas, was Gott ihm auferlegt hat. Als Zorn Gottes erfährt er es. Umso bemerkenswerter ist der Horizont, in den er diese schlimme Erfahrung stellt. Nicht der Zorn ist das letzte Wort, sondern die ewige Gnade Gottes. Sein Zorn währet einen Augenblick. Wer schon einmal Schlimmes erlebt hat, weiß, dass solche Leiterfahrung die Schwere einer Ewigkeit haben kann. Und trotzdem, so sagt der Psalm, trotzdem wird sie am Ende nicht das sein, was bleibt. Was bleibt, ist die lebenslange Gnade. Es berührt mich immer besonders, wenn Menschen mir solche Erfahrungen erzählen, die sie in ihrem eigenen Leben gemacht haben. Es stirbt jemand, vielleicht der liebste Mensch, den man hat. Das Gefühl ist da, dass das eigene Leben auf ewig zusammenbricht, dass es keine Zukunft mehr gibt. Und dann wandelt sich dieses Gefühl irgendwann in Annahme dessen, was nicht zu ändern ist, in neue Lebensenergie. Und vielleicht sogar in neues Glück. Und im Rückblick kann jemand dann diese Worte aus Psalm 30 mitsprechen. Sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ob oder wie wir eine solche Erfahrung machen dürfen, kann je persönlich sehr unterschiedlich sein. Aber die Worte des Psalms helfen dazu, dass auch in den schweren Momenten die Hoffnung darauf nie verlischt. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.